Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Race F1 2015 hier in Suzuka zum, ich glaube mittlerweile, 14. Lauf von 19. Es sind jetzt insgesamt mit diesem noch 6 Läufe, das heißt es sind noch 175, weil für das letzte Rennen gibt es ja doppelte Punktzahl und wir haben aktuell 95 Punkte Vorsprung auf Lewis Hamilton. Suzuka ist zwar an sich eine meiner Lieblingsstrecken, aber sie dürfte unserem Williams nicht sehr, sehr, sehr gut liegen, da viele schnelle Kurven da sind. Da werden die Reifen ziemlich heiß und das heißt, wir werden Reifen abnutzen ohne Ende. Wir werden wahrscheinlich einen Stopp mehr brauchen wie die Mercedes und die Ferrari und deswegen sehe ich uns mehr so im Kampf um Position 5 als um Position 1 wie in den vergangenen 8 Rennen, wobei wir in Silverstone und Spa trotzdem gewonnen haben, wenn auch, nein, Silverstone nicht, Quatsch, in Spa und Monza hatten wir einen Reifenvorteil. In Ungarn noch gewonnen haben. Ja, gut. Da weiß ich jetzt nicht, ob wir das trotzdem hier packen. In Singapur hatten wir natürlich den Vorteil, dass es zwar scharfe Kurven, aber langsame und kurze Kurven gab und lange Geraden. Durch den langen Geraden konnten wir den Mercedes-Motor ausnutzen. In den kurzen, scharfen Kurven, da waren die Geschwindigkeit nicht so hoch, aber wir mussten auch nicht lang in der Kurve bleiben. Das heißt, die kurvenäußeren Räder wurden nicht ganz so heiß, deswegen blieb der Reifenverschleiß gering und wir kamen sogar weiter wie die Mercedes und die Ferrari, konnten sogar ans einen Stopp sparen und in Monza konnten wir aufgrund der wenigen Kurven auch recht gut mit dem Reifenverschleiß hinkommen und etwa dieselbe Boxenstrategie fahren wie der Rest. Naja, genug geredet, ich würde sagen, wir springen jetzt einfach ins freie Training und gucken mal, wo wir überhaupt rundenzeittechnisch hier stehen können. Hier sind wir wieder auf einer der ältesten und besten Strecken der Formel 1 Saison. Willkommen in Suzuka, wo jeden Moment das Training beginnt. Da wir uns dem Ende der Saison nähern, werden die Teams sicher ein wachsames Auge auf die Konstrukteurswertung haben. Jeder Punkt, den die Fahrer einfahren, ist ab jetzt besonders wertvoll. Absolut. Es geht um viel Geld für jeden Platz, den man bei der Weltmeisterschaft noch weiter oben ergattern kann. Es lohnt sich also, bis zum letzten Rennen darum zu kämpfen, ob man letztendlich auf dem dritten oder vierten Platz landet. Eine der furchteinflößendsten Kurven aller Formel-1-Strecken ist die legendäre 130R. Ein ungewöhnlicher Name, den sie ihrem ungewöhnlichen Design verdankt. Eine Biegung mit einem Radius von 130 Meter und direkt danach ein Richtungswechsel. Nach mehreren schweren Unfällen wurde die Kurve im Laufe der Jahre umgestaltet, um eine gerade Einfahrt zu ermöglichen. Dadurch ist sie jetzt eine Linkskurve mit 2 Scheitelpunkten. Trotz der Änderungen, mit denen die Kurve sicherer wurde, stellt sie dennoch eine der größten Herausforderungen für Formel-1-Fahrer dar. Sie war auch Schauplatz eines der berühmtesten Überholmanöver von Fernando Alonso, als dieser 2005 Michael Schumacher auf der Außenlinie überholte, während er in die 130R bog. So viel dazu, zu dem kleinen bisschen Info über die Strecke. Und ich würde sagen, wir lassen uns jetzt gleich mal zunächst das Setup-Tablet bringen. Man bringe mir das Setup-Tablet. Ja, die harten Reifen sind beim ersten Lauf auf jeden Fall mal drauf. Das ist ja fast schon Standard und, komm, wir holen die Abstimmung. Und dann würde ich sagen, die Strecke ist aktuell noch ganz frisch. Also nimm dir ein paar Runden, um die Reifen auf Temperatur zu bringen und ein Gefühl für die Strecke zu bekommen. Natürlich werden wir uns Zeit nehmen. Ah, und das erinnert mich gerade an die Steuerungseinstellungen. Steuerung beim Fahren. Benutzer definiert. So. Okay. Hm.
mir hinten ein bisschen zu leicht auf der Hinterachse, muss ich jetzt gerade mal zugeben. So, und hier haben wir es. Schon mal ordentlich übertrieben. Da hat jetzt gerade gar nichts gestimmt. Komm, fahr vorbei. Also wenn wir so fahren, haben wir keine Chance auf eine gute Position. Das muss ich jetzt wirklich mal gerade so sagen. Der ist aber geschnitten. Und hinten holt jetzt schon Rosberg auf. Also Rosberg wird mehrere Sekunden schneller sein wie wir. Also der Wagen liegt jetzt hier gar nicht, muss ich jetzt mal gerade feststellen. Außer hier in der 130R. Er guckt nicht so blöd am Auto rum. Schieb's rein. So. Ja, mach ganz brav die Deckchen drauf. Ist ja okay. Und damit bringt mir das Setup. An sich finde ich die Abstimmung ja gar nicht schlecht. Jetzt gerade mal zugeben. Aber derzeit sind viele Teams draußen. Die Strecke sieht überfüllt aus. Und alles fertig. Wir sind bereit. Jetzt habe ich hinten ein bisschen mehr Anpressdruck drauf. Zumindest mal in dieser Kurve fühlt es jetzt gar nicht so schlecht an. Die Reifen sind ja jetzt noch kalt.
Die Kurven, da verliere ich richtig viel Zeit. Die muss ich unbedingt üben. Oh, come on. So schnell in die Kurve gefahren. Das war jetzt nicht ganz so langsam, wir waren schon langsamer. Das hat jetzt Zeit gekostet und das ist nur ein Toro Rosso dahinter uns. Okay, das war jetzt komplett den Arsch. Obwohl die Runde nicht abgebrochen wurde, das finde ich jetzt auch blöd. So, 13. aktuell. Das war jetzt nicht perfekt. Wir haben nur noch etwa 5 Kilo Benzin übrig. Noch 5 Kilo Benzin. Batterie ist derzeit auf B4. Ach, come on. Also wir fahren hier gar, kriegen wir hier gar nichts gereiht. Ja, ich weiß, dass ich die Kurve abgekürzt habe, war ja auch scheiße. Deine Zeiten in Sektor 3 sind ein bisschen zu langsam, aber in Sektor 1 und 2 fehlt dir einiges. Muss früher von der Bremse gehen.
War jetzt gerade richtig kacke. Der steuert mir zu viel, wenn ich bremse. Ich kotze gleich. Ich krieg hier keine einzig gute Runde hin. Das wird ein Wochenende zum Vergessen, Leute. Natürlich wird die Runde hier nicht gewertet, das ist ja klar. Der Kurve verlieren wir wieder viel Zeit. Der Tank ist so gut wie leer. Wir haben noch ein oder zwei Kilo übrig, also nur eine Restmenge. So, das war's. Ein Wochenende zum... Das wird ein Wochenende zum Vergessen. Gehen zurück in die Garage. Das hat ja jetzt keinen Zweck mehr. Gucken wir uns an, wie viele Sekunden uns da denn fehlen. Gut, ich meine, die fehlen jetzt natürlich auch auf die weichen Reifen. Das ist natürlich auch klar. Ich da mal auf den Set... Na, okay. Heute war Sebastian Vettels Tag. Erster im Training, da wird er sich sicher auch morgen im Qualifying eine ähnlich gute Leistung wünschen. 4,3 Sekunden. Gut halt mit den harten, aber trotzdem. Ich sehe uns da jetzt gerade aktuell gar nicht in der Position, da weiter vorne reinzufahren. Naja, ob uns das vielleicht doch noch gelingt, so ein kleiner Überraschungserfolg, das sehen wir in der nächsten Folge von Let's Race F1 2015, morgen zum Qualifying hier in Suzuka. Macht's gut, bis dahin, euer Replika 666.